Hallo und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, Simaxi und Raikun zu Ark Survival Evolved. Wir haben unseren Säbelzahn eingefangen und jetzt müssen wir ihn nur noch betäuben und zähmen. Hört sich vielleicht leichter an, als es am Ende ist. Viel Spaß dabei! Der andere war natürlich besser. Wir können übrigens zwei schwarze Pfeile machen. Okay. Weil ich auch noch ein paar Narkotics habe. Das wäre natürlich möglich, weil so wie der jetzt steht, ja, aber sollten ich würde nicht wir ihn zwei ohne schwarze Probleme für den verwenden. Nee, definitiv nicht. Aber so wie der jetzt steht, könnte man den definitiv legen. Und wenn wir gleichzeitig schießen, dass ein schwarzer weißt und du, ein wie, gelber trifft. Weißt du, wie viel diese schwarze Narkotik bringt? Hast du das gerade gesehen an deiner XP-Leiste? Ja, ist krass. Echt heftig. Jetzt stell mal vor, du machst davon 100 Stück, da bist du ruckzuck Max-Level. Ja, definitiv. Ja, also ich würde sagen, wir schießen gleichzeitig drauf. Ich mit einem gelben, du mit einem schwarzen. Denn dann liegt er definitiv, wenn wir beide treffen. Ja, das Problem ist, wir müssen das von links machen. Von links? Ja, von links. Weil? Weil sich eventuell sonst die Pfeile, also von hier, weil sich eventuell die Pfeile sonst an diesem Zaun da. Okay. Nee, nicht zu weit links, weil du kannst auch nicht gerade runterschießen. Mhm. Die Behemoth Walls haben so einen heftigen Radius. Warte mal, ich guck nochmal, was die Pfeile bringen. Mhm. Ein Pfeil bringt 78.000 Torpor, genau. Okay. Und ich habe 467% Waffenschaden. Das heißt, das 4,5-fache bringt das. Und ich habe 354% Waffenschaden. Also sind das 156.000. Das müssten 312.000 sein. Das sollte fast. Das heißt, 8.000 hat er noch über. Mhm. Ja. Deshalb, wir haben ja. Wenn der dann noch ein bisschen steigt über Zeit. Dann sollte das klappen. Welches Level bist du jetzt eigentlich? Ich bin 74. Cool. Kannst du von da gut schießen? Ja. Okay, dann würde ich sagen, auf 3, ne? Mhm. Fertig. Hast du anvisiert? Ja. Ich würde sagen, 1, 2, 2, 3. Wo ist er? Er liegt. Liegt? Ja. Perfekt. Dann hole ich mal die Kippe. Sedativ hast du. Ja. Okay, fliegst du runter schon mal zu ihm? Ja, aber ich würde, er hat schon 6000 Tor bekommen. Ich würde erstmal würde ich die Kippe reinlegen. Und danach würde ich, wenn er unten ist, mit Sedativ arbeiten, ihn neu betäuben. Ja, richtig. Ich habe jetzt 57. Ja, gucken wir. So. Er wollte sich in sein Gehege zurückziehen. So. Warte, die anderen mache ich jetzt noch auf. Ja, wie ihr seht, Leute, wir wollen endlich mal einen großen Schritt nach vorne gehen. Das wird uns diesmal hoffentlich auch gelingen. Aber hallo. Nur, wann kriegt der Hunger? Alle 150 essen. Das ist nicht schlimm, solange die Torpor. Also ich muss sagen, Torpor hätte ich mir fast schlimmer vorgestellt. Sobald wir Sedativ nehmen, fällt die doppelt so schnell. Also keine Sorge, es wird noch spannend. Ja. Und er frisst auch nicht sofort. Du kennst das ja beim Ja, ja, das stimmt. Ich würde nochmal schnell gucken, ob ich nochmal ein bisschen was herstellen kann. So hat er denn keine Ausdauer? Das ist ja lustig, ja. Wäre halt entscheidend, wenn er jetzt den ersten Kibbel frisst, wissen wir, wie viel du noch herstellen musst. Warte mal bis zum ersten Kibbel. Mhm. Den dürfte er so bei der Hälfte essen, wenn er die Hälfte an Körper noch hat. Ich habe gerade keine Fleischpaste mehr. Ich sammle mal eben Fleisch. Ja, sammle mal Fleisch. Oh. Nee. Ente abgestiegen.
Ah, hier ist natürlich gerade einer mit einem Titano. Der Titano nimmt aber keine Leichen auf, das ist gut. Ja. Ich kämpfe gerade gegen Tribesmen, die einen Alpha-Parasaurus gelegt haben. Super. Dann kannst du den ja looten. Nee, den haben sie schon Ich gelootet. muss mal eben mein Skype zumindest den Ton ausmachen. Ja. Das ganze blip, blip, das nervt. Oh, er hat Kibbel gefressen und er kriegt, oh, 5,6%. Also könnten Wir wir brauchen hinkommen, also ne? nur 20 Kibbel. Geil. Cool. Sehr geil. Das ist gut. Dann Das ist weiß ich, richtig dass gut. ich von denen, die ich produziert habe, locker zwei Alus zählen kann. Scheiße. Weil ich habe gedacht, oh, ich Egal. brauche mindestens 100, weil der eine Ja. da ja nur 2% bekommen hat. Nicht Aber der das Alu, ist sondern. natürlich richtig gut, dass er jetzt so viel bekommt. Das ist cool, weil dann brauchen wir wohl die Hälfte der Zeit. So, er Yep. hat jetzt noch, er hat gefressen und war in etwa bei 120, bei 220.000 Turbo von Okay. 320. Das heißt, Ja. alle 100.000 frisst er. Sollten wir, ja. Gut, Wenn das dann jetzt brauche noch. ich jetzt gar nichts mehr herstellen. Narkotics. Hast du Narkotics? Die habe ich dir alle reingetan. Das waren alle. Das waren alle 936. Merkst du das? Der Titano geht gerade bei unseren ganzen Ja. Punkten vorbei. Das ist eigentlich total cool. Man weiß immer gerade, wo der andere ist. Aber das ist cool, dass der so viel kriegt. Ja, aber er hat Aber bis jetzt sicher, erst dass einmal es dann gefressen und hat. doppelt so schnell runtergeht, wenn der Sedativ bekommen hat? Ja. Noch nie Wurde bemerkt. mir zumindest, gesagt. Also habe Und ich er jetzt noch frisst ja. nie mitbekommen. Guck mal, und du brauchst ja die 10 Sedativ, wir haben leider nur 9. Brauchst du ja, weil er ja, du kennst das vom Opiat, manchmal nicht sofort frisst. Ja. Sondern er wartet dann noch irgendwie 10 Stunden. Ja. Genauso wie Narkotics. Narkotics helfen auch nicht sofort. Das ist echt zum Kotzen. Also, Oh, der bisschen Titano steht auf Jabor. unserem Haus. Bisschen wilder Jabor oder hast du den auf der Schulter? Ich hab den auf der Schulter. Das muss auch gleich richtig reinhauen, das Sedativ. Bin nervös. Ich bin echt nervös. Weil wenn der aufsteht, bin ich Dann Geschichte. bist du definitiv Geschichte. Aber nicht nur wegen ihm, wegen mir. Ich schaue dann auch nochmal drauf. Nein, alles gut. Ach, es ist aber ein hübscher Sabertooth. Ist ganz okay. Ist mir ein bisschen zu rot. Wie gesagt, ich finde die Weißen besser. Ja, dann nehme ich ihn Weißer halt. Tiger, der ist eh. Weißer Tiger ist so episch. Ja, dann zählen wir dir nochmal einen Weißen. Dann nehme ich den jetzt. Das Ja, ist mein Diego. ich nehme 600er Weißen. Und Okay. zwar weiblich dann natürlich, dass wir vielleicht auch Natürlich. mal Babys machen können. Ja, das wäre natürlich gut. Das wären dann ultra starke Babys. Ich schau gleich mal. Er hat noch Sabertooth. 70.000, also irgendwie fällt das doch langsamer als gedacht. Er hat schon wieder einen Kibbel gefressen. Ach, Das heißt, sehr er ist gut. jetzt bei 11,3%. Das ist geil. Ich würde gern schon mal den Sattel machen. Macht viel Spaß. Naja, um Halt. halt. Wenn du in den ersten Stock gehst. Haben wir noch welche? Nein, wenn du in den ersten Stock gehst. Ja. Der ganz linke normale Schrank. Da sind die. Neben den Waffenschränken. Da sind die Ja, Diamanten genau, drin, das die du habe ich schon gesehen. brauchst. Und auch noch Blut, falls du noch welches brauchst. Für Blut nicht, ich brauche 50.000. nur Haut. Aber Haut ist drin. Ja, Haut haben wir ganz auf der gleichen Reihe ganz rechts. Ja, genau, ich habe schon alle mal durchgeguckt. Ja, super, super. Ja, du Ja. hast ja noch welche dazu gebastelt, habe ich gesehen. Na, das sind die, die oben mitstanden, bevor wir zu den Flugis gehen. Ja, ich habe mich schon Da. gewundert, so, hä? Ich wollte die mal abreißen, habe die ja schon leer gemacht und dachte, ach, Ja, lass sie erstmal nee, stehen. ich habe mir gedacht, die können wir ja mit dort unten stellen, weil an zwei Stellen dann Schränke verteilen. Es sind auch Okay, noch ein paar er hat noch leere. mal gefressen. Okay, ich Also habe den Sattel gleich. cool. Mit der kompletten Torpor-Ladung kann er dreimal fressen. Erst bei 36.000 Torpor noch. Ich auch. Zumal es gab damals mal ein Gerücht, als er arg neu war, dass Tiere bei ursprünglich bei 50 Torpor aufwachen. Ja, stimmt es. Aber die Und dann wecken gab es mal wirklich ein erst auf, Gerücht wenn bei die. einem Viertel. Ja. Aber das ist wirklich erst, wenn die Torpor
kannst nee, du mir damals aber war es so bei 50. So, er hat Hau sie noch mal rein. 20.000. Ja, warte doch. Jetzt. Er hat noch 20.000. Er hat 18. Ja, warte 17. doch. Oh, du machst mich alle. Hau Die sie ihm sind doch teuer. rein. Ja. Ja, ich weiß. Hau's rein. Ist drinne. Mein Gott. Du Die sind machst mich teuer. alle. Die, da können wir ruhig mal Aber guck doch mal, einsparen. wie schnell das hochgeht. Ja, dann ist ja gut. Siehst Oh du? Gott. Und guck, es geht jetzt nicht viel schneller runter. Naja, aber bei 45 ist er. Ja, doch, das geht um einiges schneller. Echt? Ja, ein Tick zumindest. Aber nicht so schlimm. Nee, nicht so schlimm. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ja. Immer diese Aber Gerüchte. er hängt jetzt fest bei 45. Siehst du das? Nee, Ja, auch sein können, dass bei mir nur Leck ist. nee, der hängt gerade. Aber der wird gleich wieder fressen. Und das, obwohl er richtig Hunger hat. Ja. Das ist halt echt komisch, dieser Bug, dass sie dann Ich erstmal nehme nicht mehr mal fressen. die Hälfte der Kibbels raus, ja? Brauchen wir, denke ich, eh nicht. Weil ja nicht, dass er zum Schluss sich Jetzt frisst davon er. ernährt. Jetzt frisst er. Guck, jetzt Yes. frisst er fein weiter. Ah, oh, Ja, geil. dann braucht er echt nur ein Sedativ. Ja, dann ist das ja richtig easy, weil Ah, oh, ist mir das wurde geil. richtig Angst gemacht davor. Ja, Alphas, nimm lieber einen Insta-Kibbel. Ich sag, wir haben keinen Nein, um Insta-Kibbel. Gottes Willen. Nimm mal raus den. Lass ihn. Nimmst du raus? Du darfst einen Namen geben. Ja, mache ich. Alles raus, wir haben noch 39 Kibbel. Sehr Genial. gut. Wie viel hatten Perfekt. wir? 56 oder 54? 57. 57, okay. Ja. Das heißt, wir haben fast 20 Kibbel verbraucht. Das heißt, einen können wir noch machen. Dann Ja. haben wir noch 19 über. Ah, Ne, guck 20 haben wir mal. dann über. Oder Guck 21. mal. Warte mal. 140.000 Leben, 800. Gut, bei Alphas ist es so, 867 Melee-Damage. Ist jetzt nicht viel. Doch, mal Echt? 2. Ja, gut. Ich werde Wenn ihn. ich einen Rex habe, nee, wenn ich jetzt einen Sabertooth habe, der 800 Melee-Damage hat, normalen, und den Alpha daneben stelle, macht der jetzt doppelt so viel Schaden. Okay. Ich werde den jetzt auf 200.000 Leben noch bringen. Ja. Wollen. Ja. Kriegt jetzt nicht allzu viel dazu und dann nur noch auf Damage. Natürlich kriegt er Weil. nicht allzu viel dazu. Weißt du, wie heftig das sonst wäre? Ja, nimmst du deinen Flieger auch noch mit? Achso, ich habe deinen jetzt. Aha. Ja. Ja. Komm, wir gehen jetzt was töten. Ich gehe jetzt töten. Ich will auch was zum Töten. Oh, was liegt denn Warte hier mal. alles? Warte Na, mal. schade, es ist 10 Uhr. Also viel Schaden macht er jetzt nicht. 534. Das geht noch besser. Das ist aber okay. Ja, aber das geht noch besser. Das kriege ich noch hin. Ah, sehr Naja, schön. es kommt auch immer drauf an, an was der Schaden macht, ne? Das war ein Stego. Der Stegos halten ja mehr aus. Ja. Wenn du jetzt ein. Also du merkst den Unterschied ganz besonders, wenn du ein Trike und ein Dings angreifst. Ankylo oder Stego. Der Ankylo kriegt einen Tick weniger. Und bei Alpha Ankylo und Alpha Stego kriegst du Schaden pro Schlacht, den du machst. Okay. Nicht viel, irgendwie 10 oder manchmal auch 20. Aber ich denke mal, das soll so symbolisieren durch die Stacheln, dass du dadurch irgendwie Schaden kriegst. Ey, du hast alles verbraucht, was wir hatten, ne? Was? Weiß nicht, alles. Und für die Versorgung bin ich ja fast leer. Nee, 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 ich habe noch einen Kühlschrank gebaut, einen normalen. Ich habe mir gedacht, im Oh, Preserving bin, dass genial. wir wirklich hier nur das Ja, ich habe Fleisch mir zum auch immer Räuchern. gedacht, Kühlschrank. Oh, da hast du wieder Ich Metall habe den verbraucht, einfach ne? mal Geil. hingesetzt. Metall habe ich auch Oh. gesammelt und ich habe War gut. die Upgrade Station gebaut. Für die Wenn Säppel und deine. so. Bitte? Für die Säppel und Klamotten. Nee. Wenn nämlich deine Sachen kaputt sind und die sind noch nicht primal, dann kannst du die einfach da reintun, musst halt die Sachen zum Reparieren und kannst die upgraden. Das heißt, wenn das normale sind, dann werden die dann erst blau, dann grün, dann rot und dann. Wo bist du? Ich bin draußen.
Ja, wo? Auf dem Feld. Oben, unten, Mitte. Unten, wenn du willst. Hier. Gut, dann warte mal. Lass uns mal ein Ziel zusammen angreifen. Lass mich mal kurz angreifen. Und ich habe übrigens gelevelt jetzt. Ich habe den jetzt auf 300.000 Leben. Ja, cool. Ja. Guck mal, hier ist ein Pygmäe, der sich nicht bewegt. Okay. Der ist tot. Oh, der Arme. Oh, da kann man looten. Du kannst ihn looten. Ja. Warte, zeig mir, was hat er drin? Nix. Hat schon jemand gelootet? Schade. Schade. Wie viel Schaden hat deiner jetzt? 800, ne? Nee, meiner hat jetzt 1177. Gut, meiner hat hier 1360. Hm. Wenn wir uns jetzt mal ein Ziel suchen. Such dir mal ein Ziel. Wenn es hier noch welche gibt. Ich meine, der Titano war wohl relativ... Hier ist eine Ankühlung. Wo? Hier unten am Wasser. Ja. Ja. So, wenn ich jetzt angreife, mache ich 400 Schaden. Und du machst 1000, siehst du? Okay. Ja, ich habe mich verliebt, das ist jetzt meiner. Und kaputt. Kann auch deiner bleiben. Ach, ist das schön. Ich meine, ich finde die Katzen auch cool, aber... Ja. Aber ja? Ja, es gibt dann so eher... Ich würde einen Alpha-Raptor nehmen zum Beispiel. Ja, das ist auch einfach okay. Einfach, weil es ein Dino ist. Mhm. Und Baby Fronto. Kaputt. Aber 1000 Schaden, da haben wir schon mal wieder was aushält. Oh ja. Oder was austeilen. Das außerdem. Ja, also viel Schaden nimmt er auch nicht, wenn er angegriffen wird. Mhm. Ich mach den jetzt wirklich nur noch auf Damage. 300.000 Leben, da sollte er einiges aushalten. Hier oben hast du Brontos. Ja. Bist du schon oben? Ja. Ich kämpfe aber gerade mit. Ah, ich seh's. Schade. Ah, diese dummen Viecher. Ja, zumal die immer den Spieler angreifen. Ich bin fast tot. Warum greife ich nicht an? Jetzt. Du greifst die ganze Zeit an. Ach gut, dann hat es wahrscheinlich nur gelenkt. Hier machst du jetzt 3-3 Schaden. 1-3 Schaden. 1-3, ja. Juhu. Und ich sag mal, wenn du den Alpha auf so 200, auf 2000 Milli-Damage machst, dann lohnt sich das. Ja. Ach komm schon, du kleines Pygmy. Ich will das Pygmy haben. Komm zu mir. Pygmy. Ich krieg dich eh. Ich krieg dich eh. Die ganze Zeit ist hier gleich weg, ey. Können wir hier verpacken? Ja. Geil. Prime Blood, Prime Hide, Prime Chitin. Also es gab auf jeden Fall gut Zeug. Achso, wir brauchen gar nicht mehr, der ist tot. Ja, aber die anderen Viecher, ne? Ja. Kein Ding. Ich hab doch einen Alpha. Also ich würde jetzt so in die... Gerade so eine 500er Mantis oder 600er Anflug. Ja, eben. Also ich würde jetzt in die Base zurück. Und mich für heute erstmal ausloggen. Weiß ja nicht, ob du noch was vorhast. Ich weiß es selbst noch nicht. Aber unser Ziel haben wir jetzt endlich mal geschafft. Wir haben uns was vorgenommen und wir haben den auch geschafft. Ist das nicht geil? Wahnsinn, das entspricht eigentlich gar nicht uns. Nee, eben, das ist echt eigenartig. Das ist dieses, wir machen jetzt und dann klappt das auch. Das ist echt eigenartig. Also es wäre ja fast schief gegangen, als er auf einmal weg war. Ja, das ist ja jetzt ein anderer, muss man dazu auch sagen. Ja. Er hat weniger Mini-Damage gehabt und er hat weniger... Leben gehabt. Aber der hat so schöne Streifen. Dann, ich würde sagen, war eine schöne Folge. Wir haben viel gekillt. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt einen Alpha-Saber. Ach nö. Der Abschied der Folge. Ja. Und das nächste Mal nehmen wir uns Rexe vor oder irgendwas. Oder bauen unsere Wasserbasis. Ja. Oder. Wir haben oder noch viel Level vor. Scharf. Da freut's sich.
Sag mal, Schafe essen doch. Ja. Kuchen. Nee, Schafe essen doch, wenn sie gezähmt sind, Beeren. Echt? Na, dann geht's ja. Dann packe ich die Kuchen mal zur Schnecke zurück, weil die isst wirklich nur Kuchen. Dann mach mal. Jo. Gut. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Und bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Bis denn dann. Ciao, ciao. Denkt daran, die Kanäle zu abonnieren, um mit uns beiden weiterhin Spaß zu haben bei den Let's Plays hier im Spieleparadies mit Raikun und Simaxi.